150 Grillo-Mitarbeiter machen bei Streikfrühstück mit. Bei Grillo in Marxloh wurde am Dienstagmorgen gestreikt. Die Gewerkschaft IG Metall veranstaltete von 10 bis 11 Uhr auf dem Parkplatz ein Warnstreikfrühstück. Etwa 150 Mitarbeiter nahmen daran teil. Aufgerufen hatte die Gewerkschaft IG Metall. Sie kämpft für Mitarbeiter der Metall- und Elektrobranche und fordert unter anderem 6% mehr Geld für die Beschäftigten. Morgen sollen deswegen auch Siemens-Mitarbeiter in Hochfeld ab 9 Uhr streiken. Rheinpegel sinkt langsam wieder. Das Wasser im Rhein wird in den nächsten Stunden wieder langsam sinken. Davon geht der Hochwassermeldedienst aus. Wann die Schiffe den Ruhrorter Hafen aber wieder verlassen, ist noch nicht klar. Wenn der Rhein bei Köln wieder freigegeben wird, werden sich die ersten jedoch vermutlich in Bewegung setzen. Für alle anderen hat Duisport noch Anlegekapazitäten frei. Durch die hochwasserbedingte Sperrung der Rheinschifffahrt flussaufwärts ab Köln haben bereits vermehrt Binnenschiffer im Duisburger Hafen festgemacht. Derzeit haben über 100 Schiffe angelegt, davon rund 70 wegen des Hochwassers. Damit sind die Kapazitäten der Duisburger Hafen AG aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft. A3, nächtlicher Engpass zwischen Kreuzbreitscheid und Duisburg-Wedau. Die Straßen NRW-Verkehrszentrale errichtet auf der A3 im Bereich Breitscheider Kreuz und Duisburg-Wedau für eine Verkehrsbeeinflussungsanlage Fundamente im Mittelstreifen. Die dafür notwendige Baustellenverkehrsführung wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgebaut. Dem Verkehr stehen dann zwischen dem Autobahnkreuz Breitscheid und der Anschlussstelle Duisburg-Wedau in beiden Fahrtrichtungen ab 20 Uhr nur noch jeweils 2 von 3 Fahrstreifen zur Verfügung. Ab 22 Uhr steht in diesem Bereich jeweils noch 1 Fahrstreifen zur Verfügung. Die Maßnahme wird Mittwoch um 5 Uhr beendet sein. Danach stehen für ca. 2 Monate pro Richtung wieder 3 Fahrstreifen auf der A3 mit reduzierten Breiten zur Verfügung. Nachmieter für Café Vivo gefunden. Frank Kummeling, der Betreiber des König-Pilsener Wirtshaus, wird im Frühjahr ein neues Café im Haus der Volksbank Rhein-Ruhr im Innenhafen eröffnen. In diesem hatte zuletzt das Café Vivo seinen Sitz, dessen Inhaberin vor 8 Monaten in ihrem Lokal erschossen wurde. Als neuer Mieter des Ladenlokals möchte Kummeling das Konzept verändern. Das sieht auch eine Renovierung des Cafés vor. Im Januar beginnen zunächst die Umbauarbeiten. Laut Kummeling sind die neuen Möbel, die Theke und eine Kühlung bereits bestellt. Die Eröffnung ist im Frühling geplant. Start des Fotowettbewerbs der Foto und Adventure 2018. Die Veranstalter der Foto und Adventure, dem Messefestival für Fotografie, Reise und Outdoor im Landschaftspark Duisburg-Nord, laden auch 2018 wieder zur Teilnahme an ihrem Fotowettbewerb. Diesmal gilt es, das Thema Freundschaft in Szene zu setzen. Bis Ende März können Fotografien eingereicht werden. Auf die 40 Gewinner warten Preise im Gesamtwert von mehr als 8.000 Euro. Zu gewinnen sind etwa ein hochwertiges Objektiv oder Stative. Darüber hinaus winkt den Teilnehmern weiteres Fotozubehör, Fotobücher und Jahresabos führender Fotozeitschriften. Die Siegerbilder zeigt die Foto und Adventure am 9. und 10. Juni in einer eigenen Ausstellung in der Kraftzentrale des Landschaftsparks Duisburg-Nord. Exklusive Eindrücke hinter die Kulissen des MSV-Stadions. Allen Interessierten bietet Duisburg-Kontor am Mittwoch, den 17. Januar, eine Stadionführung durch die Schauinsland-Reisen-Arena an. Im Rahmen dieser Führung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen, die man als normaler Besucher nicht zu sehen bekommen würde. Die Führung beginnt um 15 Uhr, dauert etwa eine Stunde und kostet 7,50 Euro für Erwachsene und 4,50 Euro für Kinder. Tickets gibt es bis Samstag, den 13. Januar, in der Touristinformation oder telefonisch unter 0203 28 54 40. Das Wetter in Duisburg zeigte sich heute leicht bewölkt bei Höchstwerten von 7 Grad. Morgen sind bis zum Nachmittag anhaltende Schauer zu erwarten. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 6 und 8 Grad. Am Donnerstag geht es bei Werten zwischen 5 und 7 Grad zwar bewölkt, jedoch ohne Regen weiter. Der Freitag zeigt sich ab dem Mittag auch mal von seiner sonnigen Seite. Ein Mix aus Sonne und Wolken lässt das Thermometer auf bis zu 6 Grad klettern.
Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Vorsicht Autofahrer, in Duisburg wird auch diese Woche wieder geblitzt. Radarmessstellen stehen unter anderem auf der Charlottenstraße in Hochfeld und auf der Mozartstraße in Neudorf Süd. Außerdem behindern Straßenbaumaßnahmen die freie Fahrt. Auf der Ulmen- und Harlener Straße in Altomberg schränken Kanalbauarbeiten die Verkehrsführung ein. Entlang der Sanierungsstrecke sind Halteverbote und Fahrbahnverengungen eingerichtet. Diese werden aufgehoben, wenn keine Arbeiten an den entsprechenden Stellen mehr durchgeführt werden. Bauende wird voraussichtlich Ende April sein. Und eine weitere Baustelle gibt es auf der Friedrich-Ebert-Straße in Rheinhausen. Die Erneuerung von Lichtsignalen, Kanalschachtsanierungen und Straßenaus- und Umbau sorgen für eine punktuelle und kurzzeitige Sperrung der Zufahrten in die abgehenden Straßen. Die Bauarbeiten werden hier voraussichtlich bis zum 9. März andauern. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.